Mein Text heißt Sandwich-Kind oder auch This Text an meine Brüder. Jo. This Text an meine Brüder, weil er mit ganz viel Liebe geschrieben wurde, was sie natürlich super peinlich und ätzend finden. Und Sandwich-Kind, weil ich von drei Kindern das mittlere und das einzige Mädchen bin. Kindheit. Ihr seid Kindheit. Ihr seid der Geschmack von Flehtesuppe im Winter, wenn wir krank sind. Und der von Dampfnudeln mit Vanillesoße im Garten, wenn es langsam Sommer wird. Ihr seid das Gefühl von blauen Flecken am Po nach einem Bettdecken-Wettrutschen im Treppengang. Und das Gefühl von Kopfdröhnen nach einer Garagentorlandung auf meinen Kopf. Ich bin ein Sandwich-Kind, weil ich dazwischen bin und ihr meine Sandwich-Scheiben, die mich halten. Wenn ich weine, seid ihr lachend im falschen Moment. Und wenn ich einfach meine Ruhe haben möchte, seid ihr super anstrengend und nervig und holt mich raus aus meiner Höhle. Ihr seid die Erinnerung an Petzen. An Petzen, 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 denn ich habe immer nur gepetzt, anstatt mal stark zu sein. Doch ihr seid stark. Ihr seid das Gefühl von Huckepack im Schwimmbad nach einem Bienenstich am Fuß. Und Und die Erinnerung an laute Schreien, wenn der Nachbarsbursche mich vom Fahrrad stößt. Denn ihr seid Ritter. Ihr seid meine Ritter. Ihr seid Ritter. Ihr seid meine Ritter. Ihr seid die Erinnerung an Tränchen trocknen nach dem ersten Liebeskummer und die Stimme am Telefon, die tröstend mich nach Hause ruft. Ihr seid Vergangenes. Ihr seid Vergangenheit. Ihr seid Nostalgie der Kindheit und unser Elternhaus ist unser Fotoalbum, in dem wir mit Topf und Deckel Geister jagen, in dem wir auf das Klingeln des Christkindchens warten und es kaum aushalten können, dass der schnarchende, jeden Abend Bäume fällende Osterhase endlich aufwacht, damit wir Ostereier suchen können im immer selben Versteck. Ja, unser Elternhaus ist unser Fotoalbum, in dem wir planen. Indem wir planen, Fußballstar zu werden, Architekten unserer eigenen kleinen Burg und die nächste Kelle-Family im Schlafanzug zu sein. Unser Elternhaus ist unser Fotoalbum, in dem wir Narben ließen, von fliegenden Scheren am Weihnachtssterne-Bastelabend, von gefährlichen Bisswunden nach dem Spiel, alles auf Mareike, der Popo ist als erstes dran. Ihr seid Wunden. Wunden, die sich immer wieder schließen lassen mit ganz viel Liebe, mit Wörtern, die lieber gemeint sind, als sie sich anhören und mit Rumalbern den Tränchener am Küchentisch, sodass Tischkultur selbst für die strengsten Eltern nebensächlich wird. Ihr seid Wahrheit. Und ihr seid so verdammt ehrlich, dass man schon mal schlucken muss, denn Klappe halten ist nicht. Und so seid ihr schon mal Stilberater, die mich davor abhalten, ich zitiere, das Haus wie eine Schlampe zu verlassen oder mich fragen, ob denn nun auch wirklich auch noch jeder sehen muss, dass ich ein Waldi bin. Ich bin ein Sandwich-Kind. Weil ich dazwischen bin und ihr meine Sandwich-Scheiben, die mich halten. Wenn ich weine, seid ihr lachend im falschen Moment. Und wenn ich einfach nur meine Ruhe haben will, seid ihr super anstrengend und ätzend und holt mich raus aus meiner Höhle. Ihr seid Zukunft, noch nicht so bunt. Ihr seid Kindheit und
ihr seid Vergangenheit. So weit weg und doch so nah. Dankeschön.